Deswegen machen wir jetzt eine Antwort und begrüßen euch zur Runde 2 von Wer weiß denn sowas? So. Da geht's los. Warum sollten angebrochene Flaschen Leinöl immer gut gekühlt werden? A. Bei Zimmertemperaturen entstehen Schadstoffe. B. Omega-3-Fettsäuren reagieren bei Kälte zu Omega-6-Fettsäuren. Oder C. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren machen es sonst bitter. Mhm. Okay, es A und C sind beide relativ einleuchtend. Aber C, also ich weiß, dass Leinöl nach einer gewissen Zeit auf jeden Fall bitter wird. Ja? Ja. Weil Ina isst das total gerne und auch regelmäßig, wenn unsere Kids Kartoffeln mit Quark essen. Ja, Leinöl zu Kartoffeln mit Quark ist mega lecker. Und Leinöl wird irgendwann auf jeden Fall bitter. Aber sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren nicht eigentlich total scheiße? Nee, Moment, sind eigentlich gut, ne? Gesättigte Fettsäuren sind schlecht. Ja, ungesättigte sind super. Ja, so, ja, stimmt, ich wollte gerade sagen. Das Leinöl ja der richtige Knaller, ey. Also ich weiß nur, dass es bitter wird. Aber welches Öl hat noch mehrfach ungefertigte Fettsäuren? Müsste es da ja genauso sein. Ja, Rapsöl und Olivenöl. Das soll man. Ich habe Rapsöl nie kühl gelagert, das wird nie bitter. Ja, aber es gibt ja auch verschiedene Fettsäuren. Also bei Zimmertemperaturen entstehen Schadstoffe. Zum Beispiel aus Leinsamen oder aus Oliven oder aus Raps. Ja, ja. Ich sag mal so, bei Zimmertemperaturen entstehen Schadstoffe, ist halt. Kann ich mir schlecht vorstellen. Ist halt Quatsch. Macht ihr das? Also, stellt ihr. Also, ich weiß, Olivenöl. Im Kühlschrank, ja. Olivenöl sollst du aber kühl lagern, das weiß ich. Olivenöl, echt? Machen wir aber auch nicht zu Hause. Es ist tatsächlich ja, mein. Weil es schnell genug aufgebraucht wird. Meinen Schwiegereltern ist es tatsächlich passiert, die sind in Italien gewesen im Urlaub und haben einen riesen Kanister bestes Olivenöl mitgebracht und haben das dann unten im Keller gestellt, weil der gesagt hat, ne? Ich bin für 10. Lagert übrigens. Das kühl. Ja, ich muss die Geschichte mal schnell zu Ende erzählen. Und ich kann auch erst. Olivenöl wird fest, wenn es kühl ist. Ja, okay. Ne? Das flockt so aus. Und dann haben sie gedacht, das ist verdorben und haben das weggeschmissen. Nein, nein. Schade. Nein. Schade, schade. Ja, ich würde sagen, lass uns. Choose. Also, ich weiß nur, dass es bitter wird. Komm, wir nehmen C, wir nehmen C, wir nehmen C. Was hättest du denn genommen? Ja, ich bin mit C und A zufrieden. Lass uns C nehmen. Ja, A. Ich muss drücken, ne? Ja. Okay, wir haben C eingeloggt. Kann das wirklich sein? Leinöl gilt als besonders hochwertiges Pflanzenöl, weil es reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist. Im Vergleich zu gesättigten Fettsäuren verbinden sich diese mit anderen Molekülen. Dem Körper hilft das bei der Zellbildung. An der Luft aber sorgt es dafür, dass die Fettsäuren bei Hitze schnell zerfallen und als Reaktionsprodukt schlecht schmeckende und riechende Stoffe entstehen. Es wird ranzig. Wer das verhindern will, sollte es im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4 bis 6 Wochen verbrauchen. What? Okay. Nein, das hätte jetzt auch Schadstoffe. Ja, ich war jetzt auch nicht so sicher, das hätte jetzt auch A sein können. Ich habe jetzt gerade nicht mit C gerechnet, um ehrlich zu sein, oder? Nee, ich auch nicht. Ich habe gedacht, wir haben es falsch. Nee, 20 ist ja. 20 ist falsch, genau. Wie gesagt, ja, gut, okay. Wie gesagt, Leinöl wird halt auf jeden Fall. So, was machen wir? So, wir sind dran. Gute Frage. Team Welten, bitte. Ich finde, nur um es gleich vorwegzunehmen und zu beweisen, wie clever wir sind, nehmen wir clever. Naja, Team Cheetah Paul, der das Spiel programmiert hat und alle Antworten kennt. Mach mal. So. Der einfache Test gibt Aufschluss darüber, ob jemand über den Tag hinweg genug Flüssigkeit zu sich genommen super hat. Super easy, Alter. A, die Finger beider Hände gegeneinander pressen. B, mit 2 Fingern die Haut am Handrücken nach oben ziehen. Oder C, ein Glas mit der Öffnung an den drückst Oberarm. Du B? Ich mach B. Und ich B ist auch wirklich B. Für C. Ihr entscheidet euch für B. So, das ist halt, die kriegen die einfachen Sachen, ne? Wirklich? Was für ein Scheiß, wirklich. Ja, das war doch ich meine, das ganz erste war auch einfach, weil ich wusste, dass es bitter wird. Ja. Aber du musst es ja eine Stunde rumdiskutieren. Mit 2 Fingern die Haut, beispielsweise am Handrücken, mit 2 Fingern vorsichtig nach oben Ellenbogen ziehen. Schnalzt sie gleich zurück, ist der Körper in der Regel gut versorgt. Der Druck in den Zellen sorgt. Das kann gar nicht sein, weil ich trinke halt gar nichts. Ja, hier. Bleibt sie allerdings stehen, sollte dem auf jeden Körper Fall nicht über den Tag getrunken. Mehr Flüssigkeit zugeführt werden. Richtig schön, eklig. Ja. Ja, läuft. Geil. Und hey, wieder was gelernt. Was? Wow. Wir müssen jetzt nochmal eine Schippe drauflegen. Wir sind dran. Ich würde sagen, mal eine Technik machen. Mach mal. Oder andere Länder. Ja, bei Technik kennst du dich auch aus. Oder? Andere Länder, andere Titten. Technik darfst du bestimmt alleine beantworten. Ja, mach Technik.
Der RA-Wert auf Leuchtmitteln sagt aus: A, wie hoch die Lichtausbeute ist, B, wie natürlich die Farbwiedergabe durch die Lichtquelle ist, C, wie hoch der für die Entsorgung wichtige Quecksilbergehalt also, ist. Also, meiner Meinung nach, es gibt für die Lichtausbeute gibt's zwei Skalen. Ich weiß, es gibt Lux und es gibt Lumen. Ja. Und der RA-Wert ist meiner Meinung nach die Natürlichkeit der Farbwiedergabe. Es gibt sogenannte RA-Tabellen, die du fürs Filmen nutzen kannst, die du vor die Kamera hältst. Das sind RA-Farben. Und danach machst du den Farbabgleich. Also ich würde sagen, es ist B. Alright. Es kann sein, dass ich mich aber auch irre. Ich bin aber denke, es ist absolut. Das war mehr als schlüssig, da diskutiere ich nicht. Beim Kauf von Leuchtmitteln helfen die Angaben auf der Verpackung bei der Auswahl. RA steht dabei für den Referenzindex. Der höchste Wert RA 100 enthält, wie das Sonnenlicht, alle Spektralfarben und lässt Gegenstände in natürlichen Farben erscheinen. Das sah sehr gut aus. Lichtquellen mit einem schmaleren Wellenlängenbereich haben einen niedrigeren Farbwiedergabewert. Bam, Junge. Licht sorgt für fahle Gesichter oder unappetitlich aussehendes Essen. Lampen im Esszimmer sollten deshalb mindestens RA 90 haben. Sorgt für fahles Essen und unappetitlich aussehende Gesichter. Okay, stark. Sehr schön, nice. Sehr schön. Kann man gerne fangen. War Ollis Moment gerade einfach. Wenn es eine Kategorie gibt, wo ich glänzen kann, dann Technik. Deep Player, 42 Monate. Alter Falter. Oh, hat damit das neue Abzeichen. Stimmt. Das Rostige. Nice. Okay, Team Elden. Total genial, grüner Daumen, was willst du machen? Neuheit? Ich habe das letzte genommen, jetzt nimm du. Ich sag Neuheit. Alles klar, damit kennst du dich auch. Schweizmann sagt, mein Essen sieht auch bei RA 100 unappetitlich aus. Steve Conn, vielen Dank dir für dein Sub. Entwickelte App ICT. Ja, fucking Problem, Alter. Berechnet den zukünftigen Erfolg eines Musikstücks. B. Übersetzt Babygeschrei und zeigt das Bedürfnis des Kindes an. Oder C. Zeigt den IQ einer Person nur anhand ihres Sprachmusters an. Also ich habe keine Ahnung. Ich hätte eine... Das erste finde ich schwachsinnig, das dritte finde ich unlogisch, deswegen ist das für mich Es muss das Babygeschrei sein, ja. Das die Bedürfnisse des Kindes wirklich. Es ist auch bestimmt irgendwas mit iChildren-Technik oder so. iChildren, entwickelt bei National Yonlin. Ihr habt euch ja für B entschieden. Wir haben uns für B entschieden. Ich denke tatsächlich, dass IC für sowas wie Infant Cry steht. Aber die Frage bleibt. Ach so, ja klar, klein. Das kann gut macht sein. Macht erschreckend viel Sinn. Das Geheimnis der App. Deswegen war ich bei IC und da war mir relativ sicher, dass das erste Wort wahrscheinlich Infant ist. Die taiwanesische Wissenschaftler in Entbindungsstationen aufgenommen haben. Man selbst lädt eine Datei hoch, die mit der Audiosammlung verglichen wird. Infant Christ Translator. Ja. Das ist halt auch einfach, wenn du sowas einfach anhand der Übersetzung machen kannst. Ne? Ist schon wieder gut. Da war keine Übersetzung. Da war ICT. Ja, aber man kann sich ja herleiten so. Ja, haben sie ja bei Bierbank auch nicht geschafft. Ja, aber ihr habt doch nicht mal auf das Wort Bierbank geachtet, sondern Ewigkeiten herumgehadert. Ja, warum? Weil ich mich beschissen habe. Ist ja schön, Alter. Du stellst dich hier ins Gewinnerteam von dem Typen, der alle Antworten kennt. Und selber, du bist wahrscheinlich auch Bayern. Wir sind faire Spieler. Du bist ein Winning-Team-Joiner. Echt, ja? Er hatte gar keine Wahl. Wie meine Nichte, die beim Spielen irgendwie zuguckt und dann nach der Hälfte sagt, ich bin für ihn. Und immer für den Gewinner ist. Schade, dass du Popelparty mal alleine spielen musst. Ich hab richtig Bock. Keine Teams gibt. Ich hab richtig Bock auf Italien. Auf Italien? Ich kenne mich in Italien. Wenn es um so Politik oder sonstiges geht, aber wenn es ums Essen geht, dann haben wir gewonnen. Pesto finde ich gut. In der norditalienischen Stadt Vicenza. A. Gibt es keine einzige Uhr. B. Wird das ganze Jahr Weihnachten gefeiert. Oder C. Stehen Vorbilder des Weißen Hauses und des Berliner Reichstags. Ich meine, wenn... es ist A oder C meiner Meinung nach. Na, also B, Fanny, würde ich auch ausschließen. Sorry, aber am Ende ist es B. Am Ende ist es B. Ja, man weiß nie, du, ne? Das stimmt auch wieder. Ich bin der Meinung, ich habe, dass es C ist, denn ich kenne aus dem Italienurlaub von Freunden, da gibt es so ein Miniaturland. Also was ist Miniatur? Das ist alles so 1 zu 20 Größe. Soll ich RB drücken? Also, ja. Warte.
wir können Publikum fragen, ja, mach mal. Aber Vorbilder ist halt so die Sache. Das verwirrt mich. Was heißt Vorbilder? Okay, so, was ja, der Typ da hinten, der aussieht wie ein Italiener, Alter. Ach scheiße, der sitzt, der ist nur groß. Was? Der also, Weißhaarige mit dem Grünen, mit dem Wer ist denn zuerst aufgestanden? Komm, wir vertrauen der Frau. Frauen nee, der nicht. Boy hier ist zuerst aufgestanden. Ja, aber die wollen nur Fame. Meinst du, sie da hinten? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Dein Maul. Ja, der ist ja richtig zum Kotzen. Ja, mal dein Maul, Kai. Ja, ich glaub schon. Ich würde Antwort C wählen. Okay. Das hat mir jemand erzählt. Das hattest du auch. Ja. Wir nehmen C. No, das wird dann auch automatisch, das wird automatisch eingeloggt. Wow. Nee. Spannend. Doch? Ist es auch. Doch. Also wir hätten A gesagt. Im Rundgang durch die norditalienische Stadt Vicenza werden Besucher eine gewisse Vertrautheit verspüren. Haben schon verloren. Schade. Da ist mir schon die Uhr. Der Gebäude im Stil der römischen Antike baute. Vorbild waren Tempelfronten mit Dreiecksgiebel und schweren Säulen. Okay, ich hab's falsch erklärt, aber es war die richtige Antwort. Paladianismus, okay, alles klar. Ja. Sei jetzt erklärt sich doch alles. Olli, der alte Paladin, der weiß das natürlich. Washington und der Berliner Reichstag, Palladios Bauten nachempfunden. Unverkennbare Ähnlichkeit. Absolut. Ach, okay, also überall, wo Säulen vorm Eingang sind, sind Vorbilder. Okay, alles klar. So, und natürlich sind es spezielle Säulen. Ich will jetzt hier nicht. Ja, Paladinsäulen. Paladinsäulen. Was willst du wählen? Achso, ich bin wieder dran, ja? Dran. Komm, total genial. Okay. Ich bin auch dran. Ja, total genial. So, gucken wir mal. Auf Trick 17 lassen wir. Wer seinen Gartenzeug auf natürlichem Wege. Digga, ist das. Kriegen die denn immer für einfache Fragen? Das weiß ich jetzt tatsächlich schon. Auf der Wasseroberfläche verteilen. B. Einen Eichenast ins Wasser legen. Oder C. Wöchentlich einen Esslöffel Backpulver ins Wasser schütten. Also natürlich finde ich Backpulver schon mal nicht. Da freuen sich die Frösche auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß die Antwort nicht. Ich finde halt irgendwie, ich weiß nicht, also ein Eichen, das Einzige, was mir, Gurkenschalen ist für mich auch eine Verdreckung. Genau. Ja, und Gurkenschalen also, sind nicht auf natürlichem Wege. Also, na doch, ist schon natürlich, weil es ist einfach... Das hat der Mensch aus der Natur gelernt, hast du auf jeden Fall recht, das mit den Gurkenschalen. Nee, nimm B bitte. Naja, der Mensch aus der Natur abgeschaut. Das, ich bin für genau, der genau. Kennt das B. nicht im Teich um die Ecke. Ja, dann Rock rein. Ihr entscheidet euch für B. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr recht habt. Gucken wir doch mal auf die richtige Antwort. Ich glaube, das mal von meinem Opa gehört zu haben. Ein starker Algenbefall im Gartenteich lässt auf einen hohen pH-Wert im Wasser schließen. Ja. Wer auf chemische Hilfsmittel verzichten möchte, nimmt einen Eichenast. Okay. Nice. Hätte ich auch gewählt. Ja, hätte ich auch gewählt. Weil mein Opa, meiner Meinung nach, der hatte einen Teich. Aber ihr habt ein Grundstück. Okay. Ansteigende Algenkonzentration. Warte. Aber aufgepasst. Den Ast vor der Zersetzung wieder aus dem Wasser holen. Sonst kehrt sich der Vorgang um. Ach, das war lustig, okay. Aber das hast du ja oftmals in abgeschlossenen kurz festhalten, dass die beiden, selbst wenn sie es nicht wissen, richtig die Antwort nehmen? Ja, dann gehen wir zu uns. Wir machen weiter. Alright. Was wollen wir denn? Weiß ich nicht, du musst wählen. Andere Länder, andere Sitten. Insekten down under. Bist du gut mit Australien? Kennst du dich gut in Australien aus? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob es Australien ist. Es war eine Vermutung. Soll er Trick 17 machen oder Fragezeichen? Ich habe doch gerade gesagt, auf Trick 17 möchte ich mich nicht wieder einlassen. Also Fragezeichen. Fragezeichen haben wir beim letzten Mal auch verkackt. Für Insekten. Also Fragezeichen. Ja, aber alles andere willst du ja auch nicht. Andere Länder, andere Sitten. Du bist viel rumgekommen. Ja, ich hätte du hast viel gesehen. Andere Länder, andere Sitten genommen. Ja, aber jetzt habt ihr. Also. Komm, wir nehmen andere Länder, andere Sitten. Auf welches im November 2018 erlassene Gesetz müssen sich Touristen in Rom einstellen? A. Pizza darf nur in Verbindung mit einem Getränk bestellt werden. Das kann ich mir bei den Italienern vorstellen sogar. Nur 2 Espressi pro Stunde serviert werden. Oder C. Alkohol darf von 2 bis 7 Uhr nirgendwo mehr ausgeschenkt werden. Oh, das könnte alles dran sein, ey. Es ist C. Deshalb. Gab da eine Verordnung, ne? Ja, es ist C und deshalb haben die ein super weirdes Trinkverhalten. Die sind fast wie die Engländer. Okay, das heißt? Die treffen sich dann tatsächlich an diesen kleinen Bütchen, die auch ganz viele in Italien haben. Viel gesehen, ja. Ziehen sich da die Hucke zu. Was denn? Ich sehe da nur ganz viel Rot. Was, Rot? Das war vorhin noch. Ja, wir droppen gerade ganz schön. Oder? Jetzt gerade?
Ich weiß nicht, die Framerate ist halt irgendwie für den Arsch. Also ich bin meiner Meinung nach, glaube ich, dass es C ist. Das habe ich nämlich tatsächlich, aber 2018, ich war vorher in Italien. Da steht auch Rom. Ja. Vielleicht warst du in einigen anderen Städten schon und Roma nach. Rom ist ja immer sehr... Muss das schon so gewesen sein. Ja. Rom ist vor allen Dingen gilt das ja jetzt auch für Touristen. Es kann ja sein, dass es vorher... Ja. Also wir loggen C ein. Was hat das jetzt mit der englischen Trinkheit zu tun? Na, die ballern doch auch so früh. Die gehen nach der Arbeit im Pub ballern. Aber das ist doch die Erklärung. Guten Ruf zu fürchten. Seit November 2018 hat die Stadt dem feuchtfröhlichen Treiben einen Riegel vorgeschoben. Zumindest nachts. Und in zum Beispiel in Venedig gibt es das schon viel länger, dass es wie so Alkoholsperrstunden gibt, wenn kein Alkohol mehr ausschaut. Sehr schön. Das haben wir noch nicht. Ich glaube, Venedig ist sogar noch strenger. Ich bilde mir ein, Venedig ist 23 Uhr Schicht im Schacht. Falls das Lokal dann überhaupt noch auf hat. Ja, läuft bei euch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Drauf, 2000 Euro für euch auf dem Konto. Ja, das ist ja mit anstrengen, Jungs. Wie geht's bei euch weiter? Wir setzen wieder alles. Ups. So, suche. Was willst du machen? Der ist mir egal. Trick 17 ist so ein Ding für Olli. Vielleicht geht's ja bei Down Under auch um Kunilingus. Vielleicht. Wollen wir Down Under machen oder Grüner Daumen? Oder ach, du willst so? Ja, dann lieber Grüner Daumen. Ich hab keine Ahnung, was Down Under ist. Ich hab gerade gesagt. Warum sollten Blumenzwiebeln im Garten vor dem letzten Frost eingesetzt werden? A. Das schmelzende Eis kann leichter aufgesogen werden. B. Nährstoffe aus dem Boden werden konserviert. Oder C. Nur dann werden austriebshemmende Stoffe abgebaut. Oh. Ich weiß es nicht. Warum? Ja, Olli ist der Einzige gerade von uns. Olli, weißt du es wirklich? Woher weißt du es? Weißt du es wirklich? Nein. Echt nicht? Du tust die ganze Zeit so. Nein, Quatsch. Also du weißt es. Ich weiß, dass man es vor dem letzten Frost macht und ich habe eine Ahnung, aber genau kann ich es dir nicht sagen, weil es sind zwei Ich höre davon zum ersten Mal. Ne, das muss dass das man weiß Zwiebeln ich auch. Vom letzten also Frost hast du noch nie Zwiebeln eingepflanzt? Nein, habe ich okay, nicht. Das wusste ich auch. Die Frage, ich hatte nur gehofft, dass die Antworten ein bisschen einfacher zu differenzieren aber doch, werden. Doch. Ich glaube tatsächlich, ich weiß es. Ich bin mir halt bei zwei nicht sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, das macht halt keinen Sinn. A macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, genau. Weil es wird ja ein Nährstoffe werden konserviert. Kann ja nicht sein, weil es ja auch Pflanzen gibt, die Nährstoffe während Frostboden rausziehen, ja, oder? Aber macht, ich könnte mir schon vorstellen, dass B richtig ist, um ehrlich zu sein. Echt? Könnt ihr euch ja, ich wäre halt echt für C dann. Nur dann werden austriebshemmende Stoffe abgebaut. Ja, also... Wir können auch das Publikum fragen, ne? Wollen wir das Publikum fragen? Ja, fragen wir das Publikum. Du musst... Ach so. Wir fragen das Publikum. Okay, so, wird wer jetzt eh glaubt euch denn, die richtige Antwort zu kennen? Wer es glaubt, ist zu 100%? Steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Es sind nur vier. So, wer soll es beantworten? Eben, Zwei von unseren Jungs haben sich zu euch rübergeschlichen. Den oberen, den mit der Brille. Nee, der hat gar keine Brille. Den. Nee, ich möchte den mit den langen roten Haaren. Okay. Ja, Mann. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ich denke ja. Antwort C würde ich sagen. Die Stimme. Ja, darüber habe ich eine Doku gesehen. Oh Gott, er weiß es nicht. Doch, er hat eine Doku gesehen. Nee, vergiss es mal. Es ist C, doch, weil mein Schwiegervater sagt auch immer, die müssen raus vor dem letzten Frost, damit sie dann nicht zu früh austreiben. Sollten bereits vor dem letzten Frost in die Erde gesetzt werden. Die Zwiebel ist ein Überwinterungsorgan, in denen die Pflanzen Energie speichern, die benötigt wird, um im Frühjahr auszutreiben. Dafür brauchen sie die winterliche Kälte und einen anschließenden Anstieg der Temperatur. Nur so werden austriebshemmende Stoffe in der Zwiebel abgebaut. Nice! Geil! Danke! Die Kommission hat die Frage, glaube ich, nicht selber genommen. Oder hättet ihr die selber gewählt? Ich hab sie für mich. Ich war mir nicht sicher, ob B oder C. Er hat eine Doku gesehen, das muss stimmen. Doku ja, ziehen wir ja auch. Aber es hatte sich am Anfang so angehört, so ich hab da mal was gehört, weißt du? Deswegen dachte ich, ihr flunkert jetzt, aber nicht. Ja, aber ich hätte es als Publikumsmensch genauso erklärt. Ich habe auch gesagt, ich hab's von meinem Schwiegervater gehört, okay, dass man das macht, damit ja, okay, eben nicht. Bro, wir haben die Qual der Wahl. Fragezeichen, ne? Oder hast du Bock auf Kunilingus? Wir gehen auf Down Under, Alter. Kunilingus? Ja, komm, gib ihm. Time to Down Under. Hi,
came from in einem Nationalpark in Westaustralien versuchen Wissenschaftler A. mit Hilfe von Termiten die Bodenerosion aufzuhalten, B. einen künstlichen See aus Morgentau anzulegen oder C. die Natur in den vorkolonialen Zustand zurückzuversetzen. Keine Ahnung, das ist Bullshit, das ist wow. nur Rat. Ich habe noch nie was. Was macht denn Sinn? B ergibt für mich irgendwie jetzt erstmal, warum sollte das jemand machen wollen? A hat einen Nutzen, C macht auch irgendwie Sinn. B schließe ich tatsächlich aus, weil da gibt es andere Projekte, die mit Hilfe von Tau Trinkwasser generieren mit so großen Netzen. Ja. Das gibt's. Das würde ich ausschließen. Das ist nichts, das hat nichts mit einem See zu tun. Aber C, jetzt vorkolonial. Jetzt ist die Frage, die Australier haben jetzt ziemlich viel rumgefuscht bei sich. Warte ne? ganz kurz, wo steht der Ayers Rock? Weil auf den darf man nicht mehr, auf den darf man nicht mehr rauf. Okay. Weil die das ganze Ding weiträumig, flächig absperren, okay. um da eine gewisse Ursprünglichkeit wieder zu schaffen. Ja. Was auch mit den Ureinwohnern, mit den Aborigines zu tun hat, damit die ihre heiligen Stätten wieder vernünftig nutzen können. Ja, und ja, da könnt ihr euch jetzt mal so eine Art Nationaldenkmal draus gemacht ich wird. Ich wäre auch für C. Und das vorkolonial sein dürfte. Das ja. würde heißen, dass sie den Zustand vor der Kolonialisierung Australiens versuchen wieder herzustellen. Ich hätte auch C gewählt, weil ich weiß, dass die Australier ich mit ihrer halt Natur sehr viel rumgepusht haben. Ich weiß haben, halt nicht, wo der Ayers Rock steht. Ich weiß aber, dass das was damit zu tun hat. Ja, nimm C. Warte, ich nehm C. Ja. Wir nehmen C. Auch dafür. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen das jetzt auf. Der François Perron Nationalpark liegt auf der Perron-Halbinsel in Westaustralien. Das war seit 1995 ist der Park vom Rest der Insel durch einen Zaun abgetrennt, um nicht heimische Tiere am Eindringen zu hindern. So soll die Natur langsam, aber stetig in den Zustand vor dem Ankommen der Europäer zurückversetzt werden. Okay. Glückwunsch, nice. Hast du gerade parallel, wo die Einblendung kam, auch die Kamera wieder angemacht? Wow, die werden nun gesetzt, damit sie sich wieder vermehren. Oh, die sind so niedlich, ey. Was sind das, Quokkas? Das sind Kindermäuse. 2500 Euro. Ja, keine Ahnung. Nee, Quokkas sind diese immer grinsenden. Drei Kategorien haben wir noch. So, wir sind. Wir müssen nachlegen. Ich hab so was Hunger, Alter. Richtig bitter. Ich möchte. Ich werfe fürs Fragezeichen, glaube ich. Echt? Okay. Ja, mach einen Sekund. Mach einen Sekund. Nein. Trick 17, oder? Der sogenannte Wettersteiger A sorgt für Frischluft in Bergwerken, B hängt am Korb eines Heißluftballons oder C zeigt den Luftdruck in einem Barometer an. Wettersteiger sorgt für Frischluft in Bergwerken, würde ich sagen, nein, hängt am Korb eines Heißluftballons. Also Sinn machen tut gerade alles für mich, in erster Linie. Ja, Sinn macht alles. Die Frage, was könnte man sich am ehesten vorstellen? Also, hat Flo sagt, er hat davon schon mal gehört. Mhm. Ich gehe einfach kurz davon aus, er kennt sich nicht mit Bergwerken aus. Oh, okay. Also weiß ich nicht. Heißluftballons sind, aber die heißen ja dann, das hat ja nichts mit dem Wetter zu tun. Du produzierst ja selber durch Gas und Feuer ja, richtig. Die Hitze. Ja. Also natürlich bist du abhängig von Wind. Du bist abhängig von Wind. Aber was macht er? Warum sollte der Wettersteiger? Na, weil er steigt hoch und ist vom Wetter abhängig. Naja, nee, aber hat, Wetter. Ich glaube, es hat mit dem Korb nichts zu tun tatsächlich. Nee, das könnt ihr euch jetzt mal entscheiden. Aber zeigt den Luftdruck an einem Barometer, da haben wir Luft. Ja. Aber warum was das? Das ist was. Warum was hat das denn mit Wetter zu tun auch? Also es ist ja alles nur Luft. Ich finde Wetter halt ein bisschen hochgegriffen für einen Teil des Wetters, weil Luft ist für mich halt nur ein Teil von Wetter. Ist es ja auch. Aber es geht ja hier auch um den Luftdruck, ne? Hat er gerade gesagt, könnt ihr ja, euch... Ja, aber ist ja egal. Im Korb eines Heißluftballons geht es um Korb. Und nee, Frischluft in Bergwerken. Es geht darum, dass ein Wettersteiger am Korb hängt. Was dieser Wettersteiger aber macht, wird bei B ja nicht... Also der steht aber bei B nicht. Also es wird ja überhaupt nichts über den Wettersteiger gesagt. Oh, bei B. Ich habe mich voll verlesen. Ich weißt dachte, das wäre der Korb. Nein. Sondern irgendetwas hängt am Korb eines Heißluftballons, was Wettersteiger genannt werden könnte. Ja, das glaube ich nicht. Der Wettersteiger verursacht Frischluft in Bergwerken und der Wettersteiger zeigt den Luftdruck in einem Barometer an. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, C macht am meisten Sinn. Vom Gefühl dann, her. Dann nimm. Ich, hab, vom, ich, vom Gefühl, ja, ich bin auch raus.
Ich war mit meinem Kumpel Nikolai in einem Ballonlager und habe Heißluftballon fahren gelernt. Und das ist sehr wohl zumindest... Ich wollte nämlich sagen, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber Ballonfahren ist ultra vom Wetter abhängig, weil die Masse an heißer Luft, weil heiße Luft nach oben steigt, natürlich bei kühleren Temperaturen geringer ist pro Kubikmeter die zu erhitzende Temperatur, um aufzusteigen, als bei warmen Tagen. Ich wusste aber tatsächlich nicht, ob es was damit zu tun hat. Ich hätte auf Bergsteiger nur deine Erklärung hatte mich so aufs Glatteis gefühlt, dass ich dachte, nee, es ist super Teams vom Wetter abhängig. Deswegen dachte ich mir, könnte es auch B sein. Alright, Flo. Weiter geht's. Ich hätte tatsächlich auf das Bergdings getippt. Okay. Spricht man im Bergwerk auch nicht von Grubenwetter? Du bist wie meine Schwiegermutter oder wie meine Mutter. Das haben wir beide gleich. Die nämlich immer die gucken eine Quizshow und sobald die richtige Antwort da steht, hätte ich auch gesagt. Ja, wusste ich. Ja. Nee, habe ich ja nicht gesagt, dass ich es wusste. Ich habe gesagt, ich hätte auf A getippt. Paladinismus. Paladianismus. Setzlinge unbeschadet Frost überschreiten. Nee, Palia dann. Moment. Ja, war gut. Ah, schön. Ziemlich safe eine abgeschnittene Plastikflasche. Sehr einfach. Ja, oder? Natürlich. Weil da drin ein eigenes Biom entsteht, was wenn weiß, du sie so drüber stülpst, wenn du so sie so drüber stülpst, dann ist da drin quasi eine eigene. Ich glaube ja. Wollen wir das nehmen? Hätte ich gedacht, ja. Nehmen wir. Du nicht. Achso, ich nehme es. Ja, also wir loggen sie ein. Das würde ich aber auch sagen. Wenn das das jetzt nicht ist, dann. Doch. Das machen auch Leute. Ja, das habe ich im Beten schon gesehen. Ja, das ist ich da auch. Plastikflasche 100 Pro. Deswegen. Ja, das habe ich schon mehr. Shit. Damn it! Und die Flasche anschließend über die Pflanze setzen und etwa 5 cm tief in die Erde stecken. Und damit alle Wurzeln kappen und die Pflanze töten. Bitteschön, sie ist geschützt vor Frost. Wieder aufgenommen. Die Flasche funktioniert wie ein kleines Gewächshaus und speichert die Wärme. Ach man, jetzt sind wir richtig. Was für so. Wir sind da nur eins hinten, oder? Eins sind wir hinten bisher, ja. Wir haben 3000, ihr habt wie viel? Zwei. Nee, wir haben zwei, wir haben aber noch die letzte Frage. Ja, stimmt. Natürlich Insekten. Ja. Laubwanzenart Acanthaspis. Petax. A. Ich finde es so geil, dass er es auch so vorliest. Beutetiere als Tarnung. B. Besitzt den schmerzhaftesten Stich im Tierreich. Oder C. ist das Wappentier Guatemalas. Oh, Alter. A. finde ich ja richtig witzig. Ich würde einfach so geil. Nur A nehmen. Das wäre so witzig. Körper ihrer Beutetiere als Tarnung. Also es ist eine Raubwanze. Ob es jetzt das Wappentier von Guatemala ist, das kann auch sein. Ja. Es aber ist definitiv nicht B. Ich habe genug Videos von diesem Typen gesehen, der sich stechen lässt. Habe ich auch, Oder das Wappentier Guatemala ist geil. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Raubwanzen. Ich glaube auch, ja, als Raubwanze natürlich. Die Wanzenart Acanthaspis petax ist in Ostafrika verbreitet und misst etwa einen Zentimeter. Quelle Google ist die Quelle hauptsächlich aus Ameisen, deren Körper sie aussaugt und danach wie einen Panzer trägt. Er soll als Fressbande die Spinnen verwirren. Forscher vermuten, dass die Spinnen Ameisen als Beute meiden, aus Angst von den Artgenossen. Lol, das hat super krass suggeriert, dass die Spinne auf diesem Ding da gelebt hat. Ja. Nice! Ah. Da müssen wir jetzt ein bisschen was hinzufügen. Das wird spannend. Maxer sagt es einfach. Alles oder nichts, oder? Also wenn nicht all in. Guck mal, wir spielen doch für unser Publikum. Auch da würde ich mal sagen, alles oder nichts. Was soll jetzt jeder von denen mit 20 Euro nach Hause? Achso, unser Publikum kriegt die Kohle? Ja, geteilt durch die Zuschauer. Ach, krass. Müssen beide Teams einen Betrag setzen. Was wollen wir machen? Dann von mir eine Frage gestellt, müssen sich innerhalb von 20 Sekunden alles oder nichts, alles oder nichts, einigen. It is. Und wer dann die richtige Balken, Antwort hat, nach unten oder läuft, ja, so dermaßen unpassend aus in diesem Setting. Sieht aus wie eine falsch eingefügte Grafik. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, Sport. Oh Gott. Jetzt müsst ihr bitte euren Einsatz tätigen. Wenn es Fußballfrage ist, habe ich verloren. Alles, oder? Jo, schon gewählt. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Bei der Weltmeisterschaft welcher Sportart gibt es für einen Sieg die wenigsten Punkte in der Tabelle? A. Formel 1, B. Fußball oder C. Handball? Die Zeit läuft jetzt. Warte. Ach so, ja, gut. Okay. Zeig's mir.
Ist das so? Ja. Ja. Na dann. Ich bin näher drüber bei euch. Achso, nee, du musst, glaube ich. Also, Olli, ich hätte definitiv A genommen. Ja? Ja, ich hätte definitiv A genommen, weil A der einzige Sport ist, wo es nicht darum geht, mehr Punkte zu machen als die Gegner. Ist das so? Ja, natürlich. Beim Fußball musst du mehr Punkte haben als dein Gegner. Beim Handball musst du mehr Punkte haben als dein Gegner. Und in der Formel 1 sind es die Startplätze. Aber in der Wertung machen die doch trotzdem einfach Pluspunkte. Nein. Es geht um die Wertung. Nein, es geht. Nee, vergiss es. A ist. Meiner Meinung nach ist es A. Okay. Hab ich dir dann habe ich die Frage falsch verstanden. Geht es um die Endpunktzahl oder geht es geht um die Endpunktzahl, glaube ich, oder? Beim Fußball. Das hat die Nein, FIFA schon 1994 beschlossen, Fußball-Weltmeisterschaften. Da gibt es für einen Sieg. Pro Sieg. Ja, drei Punkte. Ja. Beim Handball gibt es für einen Sieg der Weltmeisterschaft nur zwei Punkte. Aber bei der Formel 1 seit 2010, da gab es nämlich die Änderung. Für den Sieger eines Rennens in der Formel 1 gibt es nämlich seit 2010 nur noch 25 Punkte. Wir haben gewonnen, mein Freund, ja, weil ich richtig getippt habe. Wie die Betonung. Das war gerade so. Ich bin glücklich, Olli, aber ich bin wegen Kai Flaube auch irgendwie enttäuscht. Warte, gut, mein Lieber. Naja. Ja, geht. Weil ich wusste, dass die in der Formel 1 kriegen, die ja super viele Punkte. Ich wusste jetzt nicht, dass 2010 eine Änderung war. Ich dachte, dass das irgendwie mit den Startplätzen zu tun hängt. Und dass du, wenn du irgendwie mit einer Wertung von 1 auf Startplatz 1 bist und mit einer Wertung von 13 auf Startplatz 13 irgendwie so. 111 pro Zuschauer habt ihr geschafft. Man. Damit steht es 1:1 Team Angelo Paul gegen Team Flo Olli. Wer gewinnt, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, so ist das. Wenn es heißt, wer weiß denn sowas? Wir manchmal schon, manchmal nicht. So ist das wohl.